Ja, es ist schon wieder so ein Video. Ich habe mir eine Maschine gekauft, die ich dir heute zeigen werde. Sie steht jetzt schon ein bisschen in meiner Werkstatt und heute habe ich ein bisschen Zeit, dass ich sie mal ein bisschen frisch machen kann und sie euch mal zeigen kann. Irgendwie fangen meine Videos im Moment oft relativ gleich an. Hallo, herzlich willkommen. Heute stelle ich euch mal eine neue Maschine vor. Welches ist? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Eine Hobelmaschine. Ich finde das nur so witzig, weil ich habe die schon einmal benutzt. Und die hat eine Gangschaltung. Und da könnt ihr vom langsamen Gang in den schnellen Gang schalten. Und dann könnt ihr halt ein Stück Brett innerhalb von 0, nix so krassen Späne verwandeln. Eigentlich ist es keine Hobelmaschine, sondern eine Spänemaschine. Das Brett, was ich da gehobelt habe, dieses hier, das könnte ich gerade so mit dieser Hobelmaschine hier hobeln. Und bei meiner neuen ist das halt gerade so die Hälfte, was geht. Ich finde es cool. Ich finde es richtig, richtig cool. Das ist die rechte Seite. Das ist das Kurbelchen. Mit der kann man den Tisch verstellen. Das ist der Esstisch. Fast so groß wie ein Esstisch. Wenn wir mal ein bisschen schneller auf die Arbeit müssen, können wir hier in den zweiten Gang schalten. Natürlich muss man auch hier hin und wieder so ein bisschen schauen. Und da gibt es hier diese kleine Klappe und dann kann man hier sich den Teller rausnehmen. Ich habe echt einen kompletten Schaden. Das Ding ist so groß. Ich glaube, der Motor wiegt zu viel. Philipp ist der Beste, wenn es darum geht, Vergleiche zu machen. Ich glaube, der Motor wiegt zu viel wie mein Tellerschleifer. Weil, guckt euch das mal an. Ist das nicht, das braucht man, das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Eine Riemenscheibe. Alter Mann. Lecco mio. Ihr merkt, das ist alles jetzt nicht so wirklich ernst. Ich will das mit ein bisschen Humor euch heute zeigen, weil das hier ist halt so die Maschine, wo ich mir echt selbst schon gedacht habe, ist nicht schon eine Nummer zu groß. Die ist 1,20 Meter auf 1 Meter in etwa groß und ja, die knabbert das Holz halt einfach so weg. Das ist ganz, ganz abgefahren. Ich hab mir echt überlegt, soll ich mir die holen? Ist nicht zu groß oder brauche ich das? Und ich brauche das, deswegen steht sie jetzt hier. Ich werde jetzt als erstes mal mich um die Schmiernippel und um die Messer kümmern, weil ich glaube, die hat Wendemesser. Jetzt schauen wir als erstes mal hier unten drunter, damit ihr euch mal eine Vorstellung machen könnt, was das für der Gerät ist. Da muss man auch noch ein bisschen aufpassen, denn da hinten fehlt eine Schraube, die muss ich auch noch irgendwie ersetzen. Genau, das soll jetzt mal ausreichen, dass ich es euch zeigen kann. Wie viel kann die genau hobeln? Also die hat 62,5 cm an Breite, die wir hobeln können. Dann haben wir eine 4-Messerwelle, eine Keilmesserwelle, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, die Welle, wie dick ist denn die? Die ist so in etwa 12 cm im Durchmesser. Dann haben wir hier hinten eine schöne massive Vorschubrolle, eine glatte und vorne haben wir eine gezahnte. Und hier seht ihr vielleicht schon jede Menge Schmiernippel. Die müssen wir alle nochmal abschmieren, damit die auch hoffentlich die nächsten 60 Jahre auch nochmal hält. So, ich blase jetzt erstmal alles aus. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist erstmal die Schmiernippelköpfe zu tauschen. Denn die haben noch diese alte Form. Das bedeutet, dass man mit den neuen Fettpressen da nicht wirklich drauf kommt und das ganze Fett läuft daneben. Schreib mal gerne in die Kommentare, wenn du weißt, wie sie das früher hinbekommen haben, weil die heutigen Köpfe sind so wie, wie eine Anhängerkupplung. Und bei den alten Schmiernippeln, die sind einfach nur rund. Und da halten halt diese neuen Fettpressen, die halten gar nicht mehr drauf. Wenn du weißt, wie die das früher gemacht haben, schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Da seht ihr zum Beispiel den ersten Schmiernippel. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Der ist zweiteilig. Einmal hier unten der Fuß und einmal hier oben der Kopf. Den Kopf werde ich wechseln, denn meine Schmiernippel, die ich habe, die haben kein Feingewinde. Diese hier haben noch Feingewinde. Deswegen werde ich einfach den Kopf tauschen. Hier, diese alten Schrauben haben oft keine gängigen Schlüsselgrößen. Das hier ist jetzt zum Beispiel 11. Jetzt kann ich nämlich hier diesen Kopf abschrauben. Ich muss ein bisschen aufpassen, da ist oft eine Kugel drin, beziehungsweise hier weiß ich es nicht. So, das sieht okay aus. Dann habe ich zum Glück hier noch so eine Kiste mit Abschmiernippeln. Ihr werdet lachen, die habe ich schon seit 10 Jahren. Da habe ich jetzt ganz viele verschiedene Abschmiernippel. Ich brauche ja wie gesagt nur die Köpfe. Deswegen werde ich mir jetzt jeweils den Kopf einfach runterschrauben. Bei denen ist jetzt halt auch noch eine Feder drin. Bei der alten Maschine hier waren teilweise keine Kugeln oder Federn mehr drin. Deswegen aufpassen, wenn ihr das aufschraubt. Da seht ihr auch schon die Feder. Und dann ist oben auch eine Kugel drin, die verhindert, dass Dreck in das Schmier, in das Lager reinkommt.
Das ist hier diese Kugel dann. Ich werde mal schauen, ob ich hier die Feder mit der Kugel reinbekomme. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr hier die Fettpresse draufsetzt, dann gibt er ja Druck auf dieses Bauteil. Und die Feder gibt danach und die Kugel geht dann nach innen. Ihr könnt Fett in das Lager reindrücken. Wenn ihr fertig seid, geht der Druck weg. Die Feder drückt die Kugel nochmal nach oben und ihr bekommt keinen Dreck in euer Lager. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, okay, wie hat der denn das rausgefunden? Eigentlich ziemlich simpel, indem ich die ersten drei Kugeln und Federn verloren habe. So, der neue Schmiernibbel ist drauf, hält jetzt für die nächsten Jahrzehnte. Das werde ich jetzt erstmal hier, 1, 2, 3, 4, 5, das werde ich jetzt erstmal bei diesen ganzen 10 Schmiernibbeln machen und danach geht's weiter. Als nächstes kann ich da noch mal ein bisschen Fett reindrücken. Ich habe mir hier so einen tollen Aufsatz gekauft, damit halt eben der Aufsatz nicht runterrutscht. Da hatte ich so ein paar Probleme beim letzten Mal, deswegen habe ich mir jetzt hier so einen Schnapper gekauft. Der rastet dann richtig ein und geht dann auch wirklich nicht mehr von diesem doofen Schmiernibbel runter. So. Also ich kann jetzt hier meine Presse nehmen. Durch den Kopf kann ich das hier so richtig einrasten lassen. Gut, der war leider nicht mehr ganz dicht. Ja, so. Jetzt seht ihr, dass hier das Fett rauskommt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass, glaube ich, dass das alte Fett durchgedrückt wurde. Und jetzt sieht man hier, dass das Fett schön ins Lager reingepresst wurde. Das hier ist auch ein Gleitlager in dem Fall. Man sieht es jetzt nicht genau, aber hier dazwischen kommt auch das Fett raus. Super Sache. Und auch hier beim wichtigsten Lager, und zwar das ist das Lager von der Messerwelle, drückt sich hier das Fett raus. Perfekt. Die erste Fettkartusche ist jetzt tatsächlich schon leer, also das ist abgefahren, wie viel Zeug da reinpasst. Das war jetzt auch eine ganz neue Fettkartusche. Ja, die war doch leer, oder bin ich jetzt ganz doof? Ja, die war leer. Fast ganz leer, sagen wir es mal so. Zum Glück habe ich mir direkt beim letzten Mal drei ganze Fettkartuschen gekauft. Weil es wären ja auch nicht weniger alte Maschinen, sondern eher mehr. Zack. Gut, da passt schon viel Material drin, ne? Alter, Leico mio. Da haben wir den Übeltäter. Es lohnt sich auch immer mal so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Denn da ist jetzt altes Fett da oben ein bisschen rausgekommen. Aber das ist noch nicht viel. Das heißt, das Lager war echt. Naja, es hat es nötig, abgeschmiert zu werden. Eine alte große Maschine hat natürlich nicht da oben nur Schmiernippel, sondern da unten auch dort, wo bewegliche Teile sind. Hier zum Beispiel einmal die Kurbel, mit der man die Höhe einstellen kann. Da habe ich den Nippel schon gewechselt. Da sieht man jetzt auch schön, dass das Fett rausgekommen ist. Aber da unten, das werde ich jetzt ohne Kamera machen, denn da kommt man teilweise so schon schwierig dran. Hier ist zum Beispiel einer, dann hier unten bei den beiden Säulen und dann noch an viel, viel schwierigeren Stellen sind auch noch ein paar. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe jetzt alle Schmiernippel ausgetauscht und habe einmal alles abgeschmiert. Mal um eine Hausnummer zu geben. Ich habe knapp 30 Schmiernippel ausgetauscht und habe etwa 1,5 Kartuschen Fett da reingepumpt. Also viele, viele Lager. Ich glaube, da war fast gar nichts mehr drin. Jetzt ist es aber wieder frisch abgeschmiert. Für euch zum Verständnis, hier oben haben wir 10 Schmiernippel. Dann hier an den Laufbahnen. Und hier unten haben wir auch jede Menge. Wirklich an allen Bauteilen. Ich glaube, hier unten sind allein 15 Stück. So, als nächstes geht es an die Messer. Das ist ja eine 4-Messerwelle. Ich habe jetzt schon 3 von den 4 Messern ausgetauscht. Warum ausgetauscht? Ganz einfach. Das sind nämlich Wendemesser, die hier drin sind. Das ist wirklich, wirklich toll. Die kann man dann einfach tauschen. Da haben wir auf 2 Seiten jeweils eine Schneide. Das hat mich am Anfang nämlich schon so ein bisschen verwundert, denn hier ist so ein Stück schwarz und oben ist dann halt so diese HSS-Farbe vom Schneidteil. Genau. Ich werde es jetzt einmal ausblasen und dann werden wir das Messer ausbauen. Diese ganzen Schrauben, die wir hier sehen, die sind dafür da, dass wir das Ganze spannen können. Hier steht auch nochmal ganz schön zuerst anziehen, dass man halt einfach von der Mitte nach außen das Ganze spannt. Denn wenn man das irgendwie durcheinander spannt, dann kann es halt sein, dass Spannung auf dem Schneidwerkzeug ist. Und das ist natürlich nicht so ideal. Mir ist bei den anderen Messern schon aufgefallen, dass die Messer gar nicht so extrem festgeschraubt sind. Das heißt, dass wenn ich die jetzt normal festmache, wie bei der anderen kombinierten Hobelmaschine, dass das auf jeden Fall fest genug ist und ich da nicht so extrem Gas geben muss. So, dieses ganze Teil hier kann ich jetzt rausheben.
Das ist quasi unser Wendemesser, das zeige ich euch aber auch gleich nochmal ein bisschen genauer. Und das hier ist quasi unser Hobelmesser. Da haben wir jetzt hier auf der Ober- und der Unterseite jeweils eine Schneide und damit hobeln wir das Ganze dann. Das ist wirklich ein cooles System. Ich werde jetzt erstmal diese Messer tauschen, werde mir aber trotzdem neue kaufen, weil die andere Seite fühlt sich halt nicht so mega scharf auch an. Die hat aber halt dafür weniger Schaden. Deswegen werden wir die Seite mal benutzen. Das rumgedrehte Messer lege ich jetzt wieder hier in diese Halteplatte rein. Und das Ganze setze ich jetzt einfach wieder hier oben rein. Ich habe jetzt hier diese Hobelmesserlehre. Die benutze ich jetzt, um die Messer auf der richtigen Höhe einzustellen. Die hat normalerweise irgendwie so Anschläge unten drunter, aber bei dem einen Messer habe ich schon gesehen, dass das nicht so richtig gepasst hat. Und ich drehe dann auch die Lehre hier bei jedem zweiten Messer, drehe ich die beiden Anschläge hier rum, damit, falls das Ganze leicht schief ist, sich dann so ein bisschen ausgleicht. Jetzt werde ich von der Mitte an erstmal alles leicht anziehen. Die können dann jetzt weg. Und jetzt kann ich anfangen, alles ein bisschen fester anzuziehen. Und jetzt immer schön von der Mitte aus. Und somit haben wir jetzt erstmal die Maschine so ein bisschen gewartet. Waren einmal alle Schmiernippel gewechselt, weil die halt nicht auf die Fettpresse gepasst haben. Jetzt haben wir die Messer gewechselt. Ich werde mal trotzdem noch mal ein paar neue kaufen, weil ich glaube, die da waren auch nicht mehr ganz so frisch. Ich habe alles abgesaugt, alles abgeschmiert. Jetzt können wir eigentlich mal einen ersten Test machen. Ich werde jetzt mal eine Bohle holen, ich werde die Klappe mal wieder auflegen und dann hobeln wir erstmal ein Stück. Die Höheneinstellung werde ich mir später mal noch mal genauer anschauen, denn ich glaube, das stimmt nicht so ganz mit der Skala hier. Jetzt mal noch mal anmachen, dann kann ich euch mal den Unterschied zwischen dem schnellen Gang und dem langsamen Gang zeigen. Diesmal werde ich aber auch nur eine halbe Umdrehung abnehmen. Eben waren es 3 mm. Hier sehen wir jetzt einmal die langsam gehobelte Seite. Auch da, wo die Maserung so vielleicht ein bisschen schwieriger war, ist es noch vollkommen okay. Und das hier ist jetzt die Seite, wo ich den schnellen Gang benutzt habe. Ich sag mal, wenn das Holz wirklich clean ist, dann kann man das eigentlich ganz gut benutzen. Aber wenn dann halt hier solche Verwachsungen drin sind, dann hat man halt schon natürlich ein paar mehr Ausrisse. Aber eins ist auch auf jeden Fall klar, ohne Absaugen kann man die nicht benutzen, weil nach diesen 4 Hobelgängen steht die ganze Werkstatt voll im Staub. Das ist so abgefahren, dass die Maschinen teilweise früher ohne Absaugen benutzt haben oder auch dort, wo ich sie her habe, da war auch alles voller Hobelspäne. Das ist nicht gut. Ich würde sagen, dieser erste Test war auf jeden Fall erfolgreich. Als nächstes werde ich die Maschine mal so ein bisschen sauber machen. Speziell den Tisch werde ich mal so wieder ein bisschen herrichten, weil da ist so ein bisschen Rost hier oben drauf und das ist halt blöd und das Holz nicht glatt über den Tisch hier rutschen kann. Und als nächstes machen wir dann auch einmal die komplette Maschine an sich sauber. Also erstmal wieder die Klappe hier runter. Tisch drehen wir jetzt auch einmal runter. Ich habe hier so einen Harzlöser von Ballistol, da habe ich schon ein paar Stellen sauber mitgemacht. Geht echt ziemlich gut. Ich werde das jetzt auch einfach so ein bisschen als Schmiermittel benutzen, um das hier so ein bisschen zu schleifen.
So, die Maschine ist jetzt schon mal schön sauber. Aber da müssen wir noch ein bisschen was machen. Bevor ich das aber tun werde, werden wir uns erstmal hier um diese Schraube kümmern. Da werde ich mir jetzt nämlich eine neue herstellen. Das ist der Drehpunkt vorne für den Deckel. Und der ist ganz, ganz wichtig, damit der Deckel halt eben nicht runterfällt. Da kann ich auch keine normale Schraube holen, weil wir halt hier so ein Rundstück haben auf dem Bauteil. Deswegen werden wir uns jetzt fix eine Schraube selber machen. So, bevor ich den Deckel drauf mache, kommt noch eine wichtige Sache dran. Und zwar ist das Silbergleit. Einige von euch werden es bestimmt schon kennen. Die Leute, die es nicht kennen, kurze Erklärung. Das ist quasi ein Schmiermittel, was ihr auf eine Maschinenoberfläche machen könnt, das später aber nicht eure Holzoberfläche quasi beeinträchtigt. Das heißt, ihr könnt immer noch ein Finish draufpacken, denn das ist kein Öl, was dann ins Holz einzieht. Oh, da ist auch noch Fett dran. Alter, überall greife ich ein Fett. Ach du Scheiße. So. Griffele voll eingeölt. Also im Vergleich zu vorher sieht die Maschine jetzt wirklich bedeutend besser aus, weil es auch echt viel Arbeit tatsächlich. Ich glaube, gerade bei sowas unterschätzt man das mal, schnell was sauber zu machen und schnell ein paar Schmiernippel zu wechseln. Aber allein hier die Tischqualität ist jetzt wieder super schön und da macht es halt auch einfach mehr Spaß, damit zu arbeiten. Hört euch das mal an, wie massiv das ist. Eine Sache wollte ich euch jetzt mal noch zeigen und zwar, jetzt ist es ja sauber, ihr könnt das besser erkennen. Hier unten sehen wir einmal quasi das Antriebsrad für die Welle. Das ist das Motörchen. Hier sehen wir dann auch direkt die Welle von der Messerwelle und links und rechts dann auch direkt die Vorschubwalzen. Hier unten, das ist die Gangschaltung. Die hat auch übrigens einen Leerlauf. Schnell, langsam, Leerlauf. 380 Volt, 4,4 kW. Saubermacharbeiten sind fertig. Jetzt werden erstmal die Griffel nur noch mal sauber gemacht, damit ich das Holz nicht dreckig mache. Wobei, natürlich nicht. Wir wollen sie ja noch gleich benutzen und ich will sie nicht mehr ohne Absaugung benutzen, weil die macht ein bisschen Dreck und vor allem super, super viel Staub, der in der Werkstatt dann rumsteht. Deswegen hole ich mir einfach hier diese Blechhaube. Da kann ich dann einen Schlauch anklemmen. Wobei, ich weiß nicht genau, ob mir Absauger nach das packt. Denn sogar allein hier der Stutzen hat schon 150. Und das ist eigentlich nicht zu wenig. Ein entscheidendes Feature an der Maschine wollte ich hier noch kurz ansprechen, was ich einfach am coolsten finde. Und zwar ist es immer so bei Hobelmaschinen, man schiebt etwas durch und meistens muss man es noch ein-, zweimal durchschieben. Wo legt man es dann hin? Bei den Kombigeräten ist das auch oft doof gelöst, weil dann ist halt auch oben so eine Schräge und man kann es halt schlecht ablegen. Und hier sieht man es auch schon ganz gut, das wurde auch immer benutzt. Und zwar ist das Ganze hier oben flach, deswegen bin ich auch super happy, dass die Absaugung an der Seite ist. Dann kann ich oben die Stücke auflegen, wenn ich es nochmal hobeln muss. Was ich ganz komisch bei dieser Maschine finde, ist die Kabelführung. Und zwar läuft das Kabel unter der Maschine raus. Deswegen lasse ich sie jetzt auch erstmal auf den Holzklötzchen stehen. Aber ich war bei Matthias, der hat auch eine Schreinerei. Der hat eigentlich fast die baugleiche Maschine. Bei dem ist das nämlich genauso, wirklich genau die gleiche Farbe vom Kabel her. Keine Ahnung, vielleicht war das damals einfach so. Komm schon, mein Freund. Boah, die ist echt brutal schwer. Traktion fehlend.
Ich habe die Maschine erstmal provisorisch ans Absaugsystem angeklemmt und ich habe hier eine Bohle, die werden wir jetzt einfach mal da durchschieben. Das ist eine Eichenbohle, die ist an der schmalen Seite 41 cm breit und hinten dran ist er halt nochmal ein bisschen breiter. Ja, die werden wir jetzt mal da durchschieben und schauen, wie das Ganze hinten rauskommt. Also die Absauganlage reicht gerade noch so, dass man das ganze Zeug abgesaugt bekommt. Aber der ganze Feinstaub, der wird halt vorne rausgeknallt. Also habe ich jetzt die erste Maschine, für die meine relativ starke Absauganlage eigentlich für die Verhältnisse nicht mehr ausreicht, so wirklich. Ich habe mal ausprobiert, wie die Oberfläche bei 1,5 mm Spanabnahme und 3 mm Spanabnahme ist. Also eine Umdrehung sind nämlich 3 mm und eine halbe dann logischerweise 1,5. Und bei 3 mm hat es auch eigentlich keinen Unterschied gemacht. Ups, ja, also man hat keinen Unterschied gemerkt. Ganz schön crazy. Das hier ist die Hobeloberfläche. In der Mitte ist sie wirklich richtig, richtig gut. Hier vorne haben wir so leichte Rattermarken. Da muss ich mal schauen, weswegen das ist. Vielleicht ist das auch wegen den Untertischwalzen, dass die ein bisschen zu hoch waren. Aber das ist okay. Eine neue Hobelmaschine. Ich freue mich schon auf die nächsten Kubikmeter Holz, die vielleicht da durchgejagt werden. Wenn du andere Maschinen noch sehen willst, dann kann ich dir hier die beiden Videos empfehlen. Da habe ich mir nämlich noch altes grünes Zeug geholt. Kannst du anschauen, würde mich freuen. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Glück auf. Irgendwie sowas.